Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Wolfgang Brandstätter. Ich bin derzeit Justizminister und es ist für mich eine große Ehre und Freude, Ihnen heute den Preisträger oder die Preisträgerin in der Kategorie Gastgeber oder Gastgeberin des Tourismuspreises Niederösterreich vorstellen zu dürfen. Ja, wir befinden uns hier in einer wunderschönen Gegend. Ich selbst bin hier im Waldviertel aufgewachsen als geborener Wurstviertler. Und dieses Gasthaus, in dem wir uns befinden, das ist schon auch etwas ganz Besonderes. Es ist in gewisser Weise typisch für diese Region, weil hier vor allem auch Spezialitäten aus der Gegend angeboten werden können. Zur Preisträgerin selbst wäre noch zu sagen, dass auch sie von ihrer Herkunft her stark verwurzelt ist in der Region. Sie ist aufgewachsen in einem Gasthaus nicht weit von hier in Neuertreichen. Und die Wirtin hat sich dazu entschlossen, ihren Traum zu verwirklichen vom eigenen Gasthaus nach ganz bestimmten Vorstellungen. Die Preisträgerin ist eine wirklich authentische Repräsentantin von Wirtshauskultur. Ihr Gasthaus ist ein Kulturhaus, muss man wirklich sagen, in jeder Beziehung. Und so gesehen ist sie mit Sicherheit eine würdige Preisträgerin. Ich würde so weit gehen zu sagen, sie hat diese Auszeichnung nicht nur redlich, sondern auch ehrlich verdient. Die Preisträgerin zeichnet sich dadurch aus, dass sie dieses Gasthaus mit ungeheurem Einsatz und Fleiß, aber vor allem mit Herzblut führt und einfach den Kontakt mit ihren Gästen auch wirklich sucht. Dass man hier auch immer wieder gerne einkehrt, wenn man einige dieser wirklich interessanten Ausflugsziele besichtigt. Die Amethystwelt in Maisau ist ja sehr bekannt, der Stift Altenburg ja ohnehin. Und wenn man sich anschauen will, wie so eine Ritterburg im Mittelalter wirklich ausgesehen hat, dann kann man das am besten in der Rosenburg tun. Alles Einrichtungen, die man sehr, sehr, sehr gerne besucht und die man auch wirklich kombinieren kann und kombinieren soll mit einem Besuch in diesem Gasthaus hier, genau in der Mitte. Der Name des Gasthauses zeigt doch schon die Verbindung mit der Region und ihrer Geschichte. Es ist der Räuberhauptmann Grasl und spätestens jetzt werden Sie alle wissen, meine Damen und Herren, wer die Preisträgerin sein muss. Liebe Anni-Rea Czech, ich freue mich, dir heute diesen Preis, den Tourismuspreis Niederösterreich in der Kategorie Gastgeberin, Gastgeber überreichen zu dürfen. Ich hätte es gern persönlich getan, leider bin ich beruflich verhindert und in Asien unterwegs. Daher muss ich ja sagen, eigentlich bist du als Graselwirtin deine eigene Kategorie. Ich hoffe und bin sicher, das bleibt so. Herzliche Gratulation und Ihnen allen hier in Berchtesdorf wünsche ich noch einen schönen, gemütlichen Abend. Genießen Sie die Kulinarik und alles, alles Gute. Und jetzt will ich den Preis auf diese Weise übergeben. Bitteschön.